Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem weiteren Apex Legends Unboxing. Heute habe ich die PlayStation 4 Version von der Lifeline Edition für euch für 17,50 Euro bei Amazon ergattert. Ist wahrscheinlich ein bisschen runtergesetzt. Es gibt noch eine Bloodhound Edition. Darüber habe ich schon ein Video gemacht, verlinke ich euch. Wer es noch nicht gesehen hat, schaut gerne rein, würde ich mich sehr drüber freuen. Und alle, die es gesehen haben, die können sich vielleicht dunkel erinnern, dass ich über die Lifeline Edition gar kein Unboxing machen wollte, weil es in Season 3 einen schönen Lifeline Skin gibt, den man um Level 50 erspielen kann vom Battle Pass. Ich kann den einfach nicht mehr sehen. Und dadurch, dass hier noch ein schöner Flatline Skin dabei ist, die Waffe ist nämlich einer meiner Lieblingswaffen, noch ein Grund mehr. Und vor allem ist dieses Unboxing sehr, sehr gut angekommen. Also Grund für mich, machst du noch ein Unboxing. Was haben wir hier alles drin? Zeige ich euch auf der Rückseite, bevor ich es euch gleich noch im Spiel zeige. Wir haben einmal den Engel-Skin für Lifeline. Hier ist der Flatline-Skin. 1000 Apex-Coins, ein Badget als Engel. Und hier haben wir noch einen Hintergrundbanner von Lifeline. Wenn wir die Hülle öffnen, haben wir einmal die spielbare Version, wer es nicht runterladen will. Dann haben wir hier drei Kärtchen. Die zwei letzten sind absolut uninteressant. Was das Wichtigste hier ist, ist der Download-Code für die PlayStation. Ich zeige euch jetzt in dem PlayStation-Menü zur Sicherheit mal noch, wie man es richtig eingibt, was man beachten sollte, weil ich habe gehört, dass es bei der Lifeline-Version ein paar Probleme gab. Aber genaueres erkläre ich euch jetzt im Menü. Ich zeige euch jetzt, wo man den Code eingibt. Sollte normalerweise jeder wissen, aber was zu beachten gilt. Bei der Lifeline-Edition gab es Probleme nach dem Code-Einlösen, habe ich es von einigen gehört, dass die Skins nicht geladen wurden. Bei meinem ersten Unboxing hier von der Bloodhound-Version war es bei mir auch so, ich hatte Apex Legends noch aktiv. Bin in den Store gegangen, habe den Code eingelöst und nur die Coins wurden erkannt und nicht die Skins. Also, wenn ihr noch im Spiel seid, beendet vorher das Spiel komplett und erst dann geht ihr hier in den Store oder bei der Xbox in den Store, keine Ahnung wie es bei Xbox funktioniert, beendet unbedingt das Spiel, das ist das Wichtigste, dann geht ihr hier bei der PlayStation auf das vorletzte Code einlösen, ich habe es schon durchgespielt, ich habe den Code hier eingelöst, dann geht ihr auf Fortfahren, dann erkennt er den Code auch normalerweise sofort, wenn dann natürlich an dieser Stelle kommt, Code nicht akzeptiert bei Unbekannt, dann ist das ein Problem, dann solltet ihr euch an den Support wenden. Keine Ahnung, wo man das machen könnte. So, dann startet ihr natürlich das Spiel. Ich bin jetzt hier schon im Spiel drin. Ihr seht jetzt hier schon den Lifeline-Skin. Ich gehe aber der Vollständigkeit halber nochmal direkt auf den Schutzengel drauf. Zeige euch den nochmal im Detail. Ich finde ihn absolut wunderschön. Anfangs, muss ich ganz ehrlich sagen, hat er mich überhaupt nicht gereizt. Ich wollte nämlich unbedingt, welcher ist es eigentlich? Der Skin, das ist eigentlich der Skin, der Grund dafür war, warum ich keine Apex Lifeline-Version holen wollte. Aber ich finde mittlerweile diesen viel, viel schöner. So, was haben wir noch? Wir haben ja die Plakette. Und zwar ist das hier. Diese Engelsplakette ist jetzt nicht unbedingt der Hauptgrund, warum ich das gemacht habe. Dann haben wir hier noch diesen Hintergrundbanner, der auch sehr cool aussieht. Und eigentlich die wichtigste Sache für mich ist, Moment, Loadouts, dieser Flatline-Skin. Ich finde diesen Flatline-Skin absoluter Wahnsinn. Einer meiner Lieblingswaffen. Ein absolut schöner Skin. Wen es vielleicht interessiert, was diese Version theoretisch wert ist. Ich habe zwar 17,50 Euro bezahlt, aber zieht euch das einfach mal rein. In einem Store bezahlt man für einen legendären Skin, wenn er nicht gerade 33% Aktion hat, 18 Euro. Jetzt haben wir in dieser Version zwei legendäre Skins wie in der anderen. Das sind alleine schon 36 Euro. So, dann haben wir noch die 1000 Apex Coins, sind wir schon bei 46 Euro. Wenn wir jetzt noch das Banner und den Hintergrund und das Badget, wie man es auch immer schimpft, mit reinbezieht, dann sind wir grob bei 50 Euro. Eigentlich absoluter Wahnsinn. Natürlich darf man nicht vergessen, das ist alles nur kosmetischer Natur. Das soll es jetzt aber von dem Video gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr, sehr drüber freuen. Also lasst einen Daumen nach oben da und vor allem ein Abo, wenn ihr neu seid, um keine Infovideos über Apex Legends mehr zu verpassen, Livestreams etc., Best-ofs und so weiter. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao.